Da, ich sehe sie. Oh mein Gott, da sind sie. Mann, ich will jetzt nicht aufgeben. Erst wenn es blutet. Dann haben wir die 40 voll. Schnell, Timo braucht Hilfe. Das rund um das Arschlöchlein, die Vaseline war, das ist richtig gut geflutscht. 100 Kilometer in 24 Stunden. Oder in meinem Fall, laufen bis der Arzt kommt. Gemeinsam mit meinem Praktikanten Marcel haben wir uns auf die Reise durchs Ruhrgebiet gemacht. Dienstag kam die Idee, Donnerstag sind wir losgelaufen. Null Vorbereitung, null Training, gerade frisch mit dem Rauchen aufgehört und dann auch noch in Schlappen. Ob das Ganze gut geht, seht ihr in diesem Video. Einmal noch Kreatin zum Frühstück. Guck mal, dass es hilft, vielleicht. No cheating. Okay, dann komm, let's go. Also ich mache jetzt den Schlappen. Ist auch gut dabei, ne? Ich habe Schuhe auch dabei, ja. Aber ich zieh's jetzt durch. Ich guck noch einmal kurz nach, ob ich auch safe meine Schuhe dabei habe. Das wäre so dumm, wenn ich irgendwie nur einen Schuh dabei hätte. Doch. Dass das ganze Projekt eine Schnapsidee ist, war uns beiden von Anfang an klar. Im Gegensatz zu Marcel, der jeden Morgen 20 Kilometer mit dem Fahrrad zu mir ins Studio fährt, vorher noch trainiert und ein 105 Kilo Muskelpaket mit 22 Jahren ist, bin ich ein 30-jähriger untrainierter Lauch mit relativ gutem Gehen. Sagen meine Füße, die tun... Also, sag nicht, die tun weh. Nein, die tun natürlich weh, aber so, wie als hätte ich gestern so viel gemacht. Hey, wir waren ja auch gestern einkaufen für den Walk jetzt heute, ne? Ja, dann nehmen wir Vaseline mit einpacken. Was willst du? Blau oder rot? Blau. Was? Blau. Reduzierung von Hautreizung. Okay. Krasser Name. R900 SL. Ich bin gerade für ein Problem. Wir müssen einmal kurz zurücklaufen, weil wir brauchen noch so zwei dicke V-Mount-Akkus. Kalorien haben wir weg. 74. Oha. Oha. Ein Toffee fehlt. Digga, was ist das denn hier? Gruseliges Örtchen. Ich mach den jetzt einfach mal auf, ne? Nicht, dass das komplett eklig ist. Okay. Weiter geht's. Digga. Jo. Ich hab den noch nie so groß gesehen. Ist ja um diese Uhrzeit immer so groß? Bein, das juckt auch ein bisschen irgendwie. Ja, auch schon an meinem linken Schlappen merke ich schon so ein bisschen Druckpunkte gerade so. Wir haben kein Klopapier mitgenommen. Oh nein. Nein. Also bisher muss ich sagen, ist noch alles entspannt. Ich glaube, wenn ich so Techno höre, dann kann ich mich so ein in so eine Trance hineinversetzen. Hast du Techno dabei? Habe ich Techno dabei? Ja, warte. Ah, hier. Oh, shit. Wir sind auch gerade tatsächlich jetzt nicht so in der krassesten, besten Gegend, so. Ja. Und mir ist gerade einfach aufgefallen, es sind jetzt gerade schon die ersten Leute entgegengelaufen, denen man vielleicht nicht über den Weg laufen möchte. Dazu muss ich noch sagen, dass ich in meinem Leben nie mehr als 5 Kilometer am Stück gelaufen bin. Vielleicht als Kind in der Schule mal bei einem Event oder betrunken als Teenager auf einem Festival über den Tag verteilt. Aber gezielt, ohne richtige Pausen, niemals. Marcel hat gerade was angesprochen und zwar von wegen so, stell dir mal vor, wir schaffen es jetzt wirklich und laufen die ganze Zeit weiter durch. Das würde ja bedeuten, dass wir morgen um 3, also freitags bis 3 Uhr nachts durchlaufen würden. Mein Tipp ist, dass ihr irgendwas zwischen 20 und 30 Kilometer schafft. In meiner linken Pobacke zieht es schon ein bisschen. Ja, und wir sind gerade mal irgendwie 3 Kilometer gelaufen oder so. Und einmal jetzt so für euch so. Also ich bin kein,
Ich habe zwar Sport studiert tatsächlich damals, auch wenn ich jetzt halt eine Filmproduktionsfirma habe. Marcel ist selber. Ich war selber früher Profi-Radfahrer, Downhill-Fahrer. Ja, also Marcel ist selber ein sehr sportlicher Dude. Aber ich hasse Laufen. Laufen hasse ich auch wie die Pest. Und ich fress halt Mist und bin halt nicht fit und so weiter und so fort. Also ich gehe nicht davon aus, dass wir das hier schaffen werden. Und wir werden auch, das ist jetzt ganz klar mal gesagt, wir werden abbrechen, wenn es zu gefährlich wird. Natürlich bringt das was. Das reicht schon? Ja, es ist echt. Jetzt ist das Ziehen weg in der Pobacke. Ich glaube, wir müssen da lang. Fast 6 Kilometer. Wie ist es in den Schlappen? Sehr entspannt. Ja? Ja. Ist gut? Ja, schon. Okay. Ich merke nur, dass ich halt ab und zu jetzt dehnen muss. Das Dehnen tat gerade übelst gut so. Bei den Mülltonnen, da dehnt sich am besten, ne? Mach du vielleicht auch noch mal ganz kurz. Ich habe jetzt gerade von 0 auf 100 gerade das erste Mal habe ich. Also ihr müsst euch vorstellen, das ist jetzt wahrscheinlich gerade schon seit langem das längste, was ich gelaufen bin. So. Und ich habe jetzt direkt hier so im Arsch, so und dazwischen, so wie ich. Drin im Bein, habe ich so einen ziehenden Schmerz jetzt schon. Das darf nicht passieren, Alter. Wir können nicht irgendwie jetzt nach irgendwie 10 Kilometern abbrechen oder so. Das geht nicht klar. Gar keinen Fall. Erstmal eine schöne Power Rate. Test. Aua, 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 oha, aua, das ist halt echt übel anders. Übelst anders. Jetzt hört es leider auf. Sollen wir da in der Mitte laufen? Ah. Jetzt ist ein Arschloch hier reingerutscht. Ups, ist der Finger reingerutscht. Die Vaseline war Gold wert. Ja. Alles, was ich gerade hatte, ist so weg. Flutscht's? Flutscht richtig gut. Sehr Weil schön. Ich hatte so genau zwischen Sack und Oberschenkel, der Bereich, da hast du ja auch so ein bisschen Schambehaarung, so, ne? Ja. Und das fing an, da so zu ziehen, dass ab und zu die Haare hängen geblieben sind und so. Ja. Und wenn du das halt öfter hast, ne, dann entzündet sich da, glaube ich, alles so direkt so. Ist das ein Stern? Ich glaube, das ist so der Saturn oder so. No joke. Na, guck mal, hier ist nichts. Alles clean, nur der Leute. Nein. Timo. Hä? Safe kein Saturn. Sondern? Sky Guy drunter. 215 MB. Junge, Junge. Das ist hart mit dem Unendlich-Tarif, ne? Für 2,99 gerade diese App gekauft. Hast du gerade auch auf Video gehabt, wie du gemeint hast, nein, das ist nicht der Dingens und so weiter? Weiß ich nicht. Also Marcel meinte gerade, nee, was ist das? Das ist kein Stern. Ich habe gesagt, das ist der Saturn oder Jupiter. Ich habe mir jetzt die App geholt. Wir gucken jetzt hier. Das ist einfach der fucking Jupiter. Ich dachte immer, Sternschnuppen sind Sterne, die irgendwo sterben. Ja, das habe ich auch gedacht. Und kaputt gehen. Ja. Und wenn die kaputt gehen, platzen die halt oder fallen irgendwie runter, irgendwie sowas. Und dass wir so in die Vergangenheit schon fast gucken, weil das gefühlt vor einer Million Jahren passiert ist und das Licht erst jetzt bei uns ankommt. Ja. Aber weißt du, was Sternschnuppen eigentlich sind? Nein. Digga, das ist so traurig, ne? Was? Sternschnuppen sind einfach nur fucking Steine oder Meteoriten, die einfach bei uns in die Atmosphäre reinknallen und dann verglühen. Hallo! Boah, hat richtig geil geknackt gerade. Ah. Das anderen Fuß. Oh ne, der knackt nicht so. Das heißt, ich belaste den linken mehr. Also ich ziehe mir jetzt mal tatsächlich die Schuhe an. Und bin übelst gespannt, ob das jetzt irgendwie viel angenehmer ist oder so. Und? Ja, also ist angenehmer und so gibt mir mehr Sicherheit, aber ich merke jetzt schon, der Fuß ist halt so eng und da krieg ich doch halt schneller dann Blasen und so einen Scheiß. So. Sollen wir mal was ganz Kriminelles machen? Filmst du? Ja. Gut. Mach mal Führer auf. Nein. Nein, mach nicht einen Alarm oder irgendeinen Scheiß. Wir können ja kurz da mal herlaufen, wir wollen ja irgendwann mal keine... Oi, Miguel!
Danke, Kumpel. Sie versprachen mir die Rakete. Sie versprachen mir die Rakete. Früher war ich fit wie ein Turnschuh, aber seit ich mich selbstständig gemacht habe, hocke ich viel zu viel vor dem PC, ernähre mich wie ein Otto und habe dazu auch noch die letzten Jahre um die 5 Kilo Cannabis konsumiert. Die Bedingungen sind also perfekt. Boah, ich bin fast gestolpert. Da ist einfach nichts. Tschüss. Oh, shit. Hello! Wir befinden uns jetzt gerade bei unserem ersten Stopp und machen jetzt hier auf der Bank einfach mal eine Pause. Oh, und guckt euch das mal an, Alter. Wie geil ist das denn? Oh mein Gott. Also aktueller Stand ist, bei Marcel tun die Knie ein bisschen weh. Hier. Und bei mir sind es tatsächlich die Kniekehlen. Also ich merke hier richtig was. Ja. Aber wir setzen uns jetzt mal hin und dehnen uns ein bisschen. Und das tut gerade so gut, ne? Weil auch wenn wir es jetzt, man ist also die ganze Zeit in Bewegung, aber man schwitzt auch ganz leicht. Und es ist schon saukalt jetzt die ganze Zeit gewesen. Oh, ich bin richtig, die Sonne tut richtig gut. Au! Was richtig, richtig geil kam, waren hier so Nüsse, so ein Fruchtmix. Und dann hatten wir auch noch, ich weiß gar nicht, was das ist. So, hier, ganz klein, so. Das sind so Strawberry Energy Cubes. Kein Plan, aber ich merke ordentlich was. Das ist gerade gar nicht witzig, tatsächlich. Und deswegen, wir sind wahrscheinlich gerade erst bei Kilometer Stand 15. Oder so, das ist richtig peinlich. Hallo, ihr Schlingel. Halli, hallo. Na? Wir sind falsch gelaufen und normalerweise führt er einen dann halt zurück auf die Route, aber jetzt hat er irgendwie die restliche Route gelöscht. Aber der zeigt schon unseren, also was wir gelaufen sind, zeigt ja, er schon ja, an. Ja, klar. Aber so die Strecke, die also quasi die Hälfte von der Tour, die wir laufen müssen, zeigt er nicht mehr an. Der sagt jetzt quasi so über Bottrop zurücklaufen und dann ist die Tour vorbei. Und den Rest zeigt er gar nicht mehr an. Also er hat quasi eine neue Tour geplant. Und ich weiß nicht warum. Ja. Einmal ist die Stimmung gerade wieder viel besser geworden. Das ist voll die Achterbahn so. Aber Marcel weiß, was ich glaube. Was glaubst du? Das lag, no joke, das könnte daran gelegen haben, dass wir gerade die Kamera hingestellt haben und getanzt haben. Ah, oh, shit. Oh, meine Beine, ich kann nicht mehr. Mein Schnuckiputz. Ich will dir mal kurz was sagen. Marcel plus Teamwork. M plus T. Sollen wir uns jetzt auch. Rennautos wechseln die Reifen im Boxenstopp. Timur wechselt die Schuhe. Wea schreibt: Na, wie geht's dem kleinen Kameramann? Machen gerade ein. Zeig mal kurz. Selbstexperiment. Ja, guck mal hier. Das ist eine Cute. Ne? Ja. Machen gerade ein Selbstexperiment für YouTube. Für YouTube marschieren untrainiert 100 Kilometer in 24 Stunden. Kommt vorbei. Bring uns was zu trinken. Scheiße, du hast schon geguckt, ne? Dachte schon. Und ich hatte die ganze Zeit Sorge, dass irgendeine alte Oma vielleicht jetzt vorbeispaziert oder so und ich die vielleicht erschrecke. Timur, weißt du, was gerade passiert ist? Was denkst du? Der hat irgendein Mädel auf Bumble geantwortet? Nein. Was denn? Warte, bleib kurz stehen. Wir haben die 20 Kilometer geknackt. Echt? Ja. Wirklich? Ja. Übelst viele Pferde. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Geht's dir gut? Lass uns mal, jetzt eben einen 20 Kilometer Dance machen. Ah, oh, shit. How's it going? Jetzt gerade ist schon, jetzt merke ich es richtig. Ja? Ja.
Timo, wie geht's dir? Weißt du, wie ich mich gerade fühle? Müsste irgendwo sein. Ich glaube, da ist er doch. Ist das Michi? Hallo. Hallo. Nein, Digi. Schon die ganze Zeit so witsch gemacht gerade beim Laufen. Was mache ich jetzt damit? Hello, darkness, my old friend. I came to you. Michi ist am Start. Herr Rettungssanitäter, können Sie mir bitte einmal kurz sagen, was glaubst du, was für also Risiken und Nachwirkungen kann das jetzt hier haben, wenn wir jetzt noch, sagen wir, nochmal 20 Kilometer draufhauen? Bei der Hitze auf jeden Fall, dass man dehydriert, wenn ihr nicht genug trinkt. Ja, okay, wir trinken, okay, also wir müssen aufpassen, dass wir genug trinken. Ja. Okay. Pause machen zwischendurch, auf jeden Fall. Nicht immer nur in der Sonne laufen. Aber nicht zu lange Pausen, eigentlich ist das lang, ne? Nicht zu lang, immer nur kurz. Und dann wahrscheinlich Muskelkater des Todes. Ich habe extra eine Notfallkontakt-WhatsApp-Gruppe erstellt mit allen drei Notfallkontakten, die für heute zuständig sind, sage ich jetzt mal. Aber so ein Notfall war jetzt gar nicht. Gut, dann wandern wir weiter. Viel Spaß. Hau rein. Ciao, ne? Ciao. Ich fühle mich wie neu geboren. Wirklich, es kann jetzt wieder weitergehen, Marcel. Ja? Dein Albtraum ist wahr geworden. Ich mache jetzt nur mal locker 30 Kilometer. Rechts. Laut Route müssen wir hier rechts. Ich glaube, das geht nicht weg. Wir dürfen nicht vom Weg abkommen. Kracht so die Brücke ein. Ich habe echt ein bisschen Sorge, weil die sind nicht rumzusperren. Der Marcel sucht sich gerade ein Plätzchen zum Kacken. War so ein perfekter Glücksschiss. Aber dadurch, dass rund um das Arschlöchlein die Vaseline war, hat es richtig gut geflutscht. Oh mein Gott. Das ist richtig smooth rausgekommen. Y-Foods, ausgewogene Trinkmahlzeit. Sponsort mich. Ich bin dein Freund. Ich bin eine weibliche Ente. Auf jeden Fall, es ist wieder sprachlos. Die Route sagt, wir sollen jetzt rechts. Kann ja aber nicht rechts. Wir haben Sand. Oh mein Gott. Sand, komplett weg. Alles Sand. Interessant finde ich die emotionale Achterbahn, die einem der Geist bietet. Okay. Es gibt Momente, da denke ich, oh, das waren jetzt schon 20 Kilometer. Easy, das mache ich den ganzen Tag. Dann vergehen ein paar Minuten und ich bin völlig down und denke mir, scheiße, wie soll ich das überhaupt noch schaffen? Wir haben offiziell, Fabio hat gesagt, 20 bis 30 Kilometer. Die 30 Kilometer haben wir geschafft. Ja! Yeah! Das ist der 30-Kilometer-Tanz. Hilfe! Das ist schlimm. Das ist weh. Ja. Das ist schlecht. Das ist ganz schlimm. Das ist schlecht. Erst wenn es blutet. Erst wenn es blutet. No joke. Junge, Frauen haben das einmal im Monat. Ja, nicht an den Füßen, ne? Doch. Das laberst du. Die größte Gefahr bei diesem Projekt sind tatsächlich die Pausen, die wir in regelmäßigen Abständen eingelegt haben. Ungefähr einmal pro Stunde habe ich mich kurz hingesetzt, etwas getrunken, gedehnt, mein Schuhwerk gewechselt und die Füße nach weiteren Blasen abgesucht. Und Leute, jedes Mal, wirklich jedes Mal, sind die Schmerzen nach den Pausen schlimmer geworden. So schlimm, dass ich irgendwann Angst hatte, eine weitere Pause zu machen. Denn ich wusste ganz genau, irgendwann wird die letzte Pause kommen. Was schätzt du, wie viel haben wir schon? Was ist, das ist spannend. 33 Kilometer. Oha. Was ein Wichser. Ja, so ungefähr, so 31 oder so haben wir. Die Pause war gar nicht gut. Die Pause war gar nicht gut. Oh. Ah.
Aber der Sand ist mega geil. Ja. Und die Schlappen tun gerade so gut, ne? Das tut so gut. Halt die Fresse jetzt! Guck mal, gib mal her! Guckt euch das mal an! Oh ja, na. Egal. Ich mache jetzt hier noch ein kleines Ding ins Sinn. Oh ja, da ist auch schon. Ja, wir müssen weiter, sonst dürfen wir jetzt nicht so lange Pause machen. Ja. Das ist so komplett Achterbahn. Einmal scheiße, einmal gut. Jetzt fängt man zum Beispiel im Rücken an. Die Blasen werden immer schlimmer, Beine sind komplett verkrampft, laufen tue ich wie ein Opfer und im unteren Rücken fängt halt der Schmerz langsam an. Stimmungsgrade. So. Jeder ist ein bisschen so am alleine leiden. Ich bin hier. Die Haus da vorne. Das ist wahrscheinlich die größte körperliche Belastung, die ich je hatte. Also, ich bin noch nie so im Fokus gewesen. Ich bin ja kein Hochleistungssportler oder so. Ich mache solche Sachen halt gar nicht so. Ich habe noch nie diesen Dauermodus gehabt, dass ich halt was durchziehen will und einfach Vollgas gebe. Und durch dieses dumme Projekt, was einfach nur für ein YouTube-Video ist, habe ich jetzt diese Erfahrung. Oder mache ich gerade diese Erfahrung. So. Das ist viel zu krass. Tyrell meinte, er ist losgefahren, vor irgendwie einer Viertelstunde. Ich denke mal, er braucht noch eine halbe Stunde. Und er hatte jetzt halt noch ein bisschen was zu tun, deswegen hat das etwas länger gedauert, bis er uns trifft. Deswegen kann es echt gut sein, dass wenn er gleich ankommt, wir die 40 geknackt haben. Ich denke mal, wir sind jetzt so bei 38. Okay, ich habe jetzt mal wieder eine Variation ausprobiert. Ich habe sie nämlich jetzt schon übelst auf dem unteren Rücken. Und jetzt habe ich die Tasche mal nach vorne gemacht. Und jetzt für den Moment fühlt sich das echt gut an. Ha? Wir sind gerade kurz für 40 Kilometer. Sag mal, wie viel sind wir auf der Route? Ein bisschen warm geworden. Ja. Wir sind 40 Kilometer jetzt gelaufen und 40. Wir machen gerade so eine Art Marsch. Und jetzt müssen wir kurz die Füße hochlegen. 40 Kilometer. Wir sind 3 Uhr nachts gestartet. In Essen. Aber 40 Kilometer ist schon mal gut. Wir brechen gleich vielleicht ab, aber das ist schon. Das ist schon viel. Der ist ja schlimmer als früher bei mir beim Bund. Ja. Fuck, Mann, als ob jetzt Tyrell kommt und uns abholt. Mann, ich will jetzt nicht aufgeben. Bist du so am Limit? Ich glaube körperlich halt. Aber ja, nicht geistig so. Das nervt mich. Ja gut, aber das nervt mich das, übel. Aber das ich musst jetzt du. Halt noch, also ich will halt eigentlich. Ich weiß halt, dass es keinen Sinn mehr macht, weißt du? In circa 6 Minuten komme ich am Feierabend. Ja, okay, dann warte mal, Tyrell. Bleib mal stehen irgendwo. Weil wir müssen noch 1 Kilometer laufen. Dann haben wir die 40 voll, weil wir werden wahrscheinlich danach aufgeben. Okay, wir laufen jetzt los, irgendwie zu dir oder so einfach. Okay, die ziehe ich jetzt an. Der letzte Kilometer wird mit den Schlappen gemacht. Wir müssen 25 voll bekommen. Nein, das stimmt nicht. Doch. 15,3 plus 25 sind 40 Kilometer und 300 Meter.
Das heißt 300 Meter weniger, das heißt 24,7. Digga, du musst auf, du hast den Tracker. Ah ja, stimmt. Digga, halt's Maul, immer noch nicht? Nee. Das ist so eine Verarsche, das waren safe 100 Meter. Zeig mal her, verarsche mich. Bitte, bitte. Okay, wir haben 25. Echt? Nein, 24,8. Halt's Maul, du bist schon eine Missgeburt, Alter. Du bist schon eine Missgeburt. Ah, ja, 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 ja. Aua! Tu dir nicht weh. Das ist so krass, wie dieser letzte Kilometer mich komplett auseinandergenommen hat, ne? Man kommt auch auf die Idee, 50 Kilometer ins Nichts zu marschieren, ohne ein Ziel. Und macht euch doch ein Ziel, Alter, mit einem Bahnhof oder so. So, jetzt müssen die irgendwo sein. Da, ich sehe sie. Oh mein Gott, da sind sie. Wasser! Schnell! Schnell, Wasser. Schnell! Timo braucht Hilfe! Oh. Ich bin da! Oh. Oh, dieses Bild! Das tut so gut! Rückblickend muss ich sagen, dass ich aus einer Schnapsidee heraus dieses Experiment gestartet habe und es keine Sekunde bereut habe. Ganz im Gegenteil. Ich hätte den Tag auch damit verbringen können, E-Mails zu beantworten, Skripte zu schreiben oder irgendwelche Videos zu schneiden. Stattdessen habe ich Dinge erlebt, über die ich in Jahren noch sprechen werde. Und das alles wegen einem dummen YouTube-Video. Ich habe keine Ahnung, was ich als nächstes Projekt machen möchte. Vielleicht habt ihr Ideen, vielleicht sogar welche, die mich nicht körperlich komplett zerstören. Ich bin offen für alles. Das ist erst der Anfang. Schmerzhaft aus. Es ist auch komplett schmerzhaft. Und genauso müssen wir gleich durchs Buffet laufen. Definitiv eine Zeit. 40 Kilometer Marsch hat seine Spuren hinterlassen.